Ihr hört Zeugs, unser Magazin rund um studentische Leben auf Radio 92.1. Heute in großer Premiere, deswegen erkläre ich euch jetzt erstmal, was jetzt eigentlich auf euch zukommt. Als nächstes im Programm ist Sie gehen. Ganz cooles Wortspiel mit H in Klammern und so, Sie, ne? Im Eigentlichen geht es darum, wir werden in jeder Sendung einen Alumni der Uni Siegen als Studiogast da haben, der mehr aus seinem Studium gemacht hat, als Taxifahrer zu werden. Das ist ja heute gar nicht mehr so einfach. Heute ist quasi der allererste, beste und tollste Studiogast überhaupt bei uns, Thomas Kellner, freischaffender Fotokünstler. Hallo Thomas. Schönen guten Tag. Und du hast ja hier studiert. Hast du die Uni denn wiedererkannt? Hast du uns gefunden? Na klar, logisch. Hab hier im Gebäude studiert. Und du bist ja aus dem wunderschönen Bonn. Kannst du mir sagen, warum man sich dann gerade für Siegen zum Studieren entscheidet? Also in Bonn bin ich wirklich nur zur Welt gepurzelt. Meine Eltern hat es dann kurz danach bei ihrer eigenen Jobsuche nach Düren verschlagen. Ich bin also in Düren oder in einem kleineren Dorf neben Düren aufgewachsen, in Düren zur Schule gegangen, da Abitur gemacht, da meinen Zivildienst gemacht und dann für das Studium nach Siegen gekommen, weil das war eine der wenigen Städte in nicht allzu weiter Ferne von zu Hause, wo ich Kunst studieren konnte. Ja, Kunst hast du studiert, genau. Und was noch? Ich habe hier Kunst und Sozialwissenschaften, also Politik, Soziologie und Wirtschaft studiert. Schön. Und hattest du einen Lieblingsplatz am Campus, also irgendeinen Ort, an dem du gerne deine Zeit zwischen den Kursen verbracht hast? Die meiste Zeit habe ich ehrlich gesagt im Fotolabor im alten Brauhaus verbracht. Und wenn du mal nicht da warst, warst du dann auch manchmal in der Mensa? Mensa, ja. Da war ich regelmäßig. Gute dort. Erinnerung? Also ich weiß, die Mensa ist toll. Das hat zu Zeiten meines Studiums viel Sinn gemacht. Das war finanzierbar. Das hat gut geschmeckt. Ich finde auch, dass das heute noch gut schmeckt, wenn ich in der Uni bin und da essen gehe. Die Düfte und der Geschmack, die haben sich aber damals nicht geändert. Man hat direkt so ein Flashback. Man kommt da rein und weiß, hier bin ich sehr lange essen gegangen. Ja, da spalten sich ja ein bisschen die Gemüter zum Thema Mensa-Essen. Ich mache es auch ab und zu. Ich bin danach immer so ein bisschen schläfrig. Deswegen gucke ich immer, ob die Kurse danach wirklich wichtig sind. Hast du denn irgendwas am liebsten gegessen da? Nee, weiß ich nicht mehr. Ich konnte mich daran erinnern, das beste Essen gab es in den Semesterferien. Da hatten die mehr Budget. Hast du denn in Siegen in der WG gelebt oder alleine irgendwo? Nee, ich habe alleine gelebt. Ich habe erst die ersten Semester habe ich in Netfen gelebt. Eingangs Netfen hatte ich eine kleine Wohnung. Und dann war das eine ähnliche Situation wie jetzt gerade in diesem und dem nächsten Semester. In meiner Zeit waren wir 15.000, als ich hier anfing. Es war also auch Wohnungsnot ohne Ende. Jede Garage wurde umfunktioniert in ein Wohnklo. Und ich bin dann rausgezogen aufs Dorf, habe dann im Heestal in Oberhees gelebt. Und was für uns natürlich super interessant ist, wo bist du denn abends feiern gegangen, wenn es in Siegen auf die Piste ging? Oh mein Gott. Wenn ich abends Zeit hatte und nicht irgendwo jobbte, weil ich habe viel und überall gejobbt, kann ich mich gut daran erinnern, dass wir nach dem Kellnern, Netfen, Eisbahn morgens um 4 noch ins Monokel nach Weidenau gefahren sind. Weidenau, schönes Pflaster, da wohne ich. Gibt's den Laden noch? Nee, den gibt's nicht mehr. Oh, schade. Na gut. Ja, sprichst du schon an, Nebenjob. Guter Punkt. Hattest du bestimmt während deines Studiums. Immer. Und was war da so dein Liebster? Ich glaube, mein allererster Job war wirklich in Netfen an der Eisbahn, als die Squash Courts gebaut wurden. Durfte ich Squash Courts die Platten mit ausladen und dann die Squash Courts mitbauen. Irgendwie die großen Platten, Frontplatten, Glasplatten, 120 Kilo Stück zu zweit. Das war echt der Knochenjob. Was genau ist das, so ein Squash-Court? Squash-Court? Ja. Wo du Squash spielst? Ach, so ein richtiges, ja, stellt man so, dann die Räume auf, oder? Ja, wo die Courts, wie diese Räume gebaut werden. Ah, okay. Danach kam direkt eine studentische Hilfskraftstelle, Reiseleiterei in den Semesterferien, Kellnern, alles. Schön, ja, dann kommen wir von deinen Studienjobs gleich nach ein bisschen Musik zu deinem richtigen heutigen Job. Ja, ich spreche noch ein bisschen weiter rein. Ne? Also ich möchte jetzt gerne die Beatsteaks hören mit Hello Joe. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, der Studi gar nicht. Bitte. Ja, der freut sich auch. Jetzt Beatsteaks, Hello Joe.
Ihr hört Zeugs auf Radio 92.1. Bei uns ist ein Alumni der Uni Siegen, Thomas Kellner, freischaffender Fotokünstler. Heute bist du das, mit Bildern, die in Ausstellungen in Europa und in den Vereinigten Staaten zu sehen sind. Wann kam dir denn die Idee, ich werde doch nicht Lehrer, sondern Künstler? Das wusste ich von Anfang an. Meine Eltern wollten, dass ich erst was Sicheres lerne, Lehramt. Aber das wusste ich eigentlich im zweiten, dritten Semester, dass ich da nicht hin wollte. Definitiv nein. Und habe dann mein Studium quasi parallel betrieben. Auf der einen Seite das Lehramtsstudium fertig zu machen bis zum ersten Staatsexamen und gleichzeitig eine Karriere als Künstler zu planen, zu machen, zu arbeiten. Ganz schlichte Frage eigentlich, obwohl die, glaube ich, doch gar nicht so schlicht zu beantworten ist. Was bedeutet dein Beruf für dich und warum hast du dich so entschieden? Kunst war Profession. Das war das Ziel. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das denn sein würde, wie man als Künstler überleben kann. Tatsächlich ist es sehr schwer. Gerade so die letzten Jahre Finanzkrise kaum möglich. Aber am Ende eines Jahres guckt man aufs Konto und sagt, ja, doch, hat funktioniert. Geht. Ja, ist ja was, mit dem wir als zukünftige Journalisten uns auch immer wieder beschäftigen müssen. Kann man davon eigentlich leben nach dem Studium? Bist aber froh, dass du dich gewagt hast. Würdest dich jetzt nicht nochmal umentscheiden, wenn dich jemand fragen würde, so wie in der Fielmann-Werbung? Oh. Nein, auf keinen Fall. Nein, einer meiner Professoren hat Gott sei Dank während des Studiums gesagt, als Künstler brauchst du 15 Jahre Präsenz im Markt, um davon leben zu können. Da bin ich jetzt ungefähr. Und ich kann mich daran erinnern, dass jemand anders sagte, wenn du mal 7 Jahre Vollselbstständigkeit hinter dir hast, dann kann eigentlich nicht mehr großartig was schiefgehen. Und so ist das. Und was sind deine Lieblingsmotive, wenn du losziehst und fotografierst? Sowohl beruflich als auch privat. Privat fotografiere ich eigentlich gar nicht mehr. Da habe ich keine Zeit. Meistens hatte ich früher auch kein Geld mehr dafür. Beruflich habe ich mich der Architektur verschrieben und einer sehr speziellen Arbeitsweise in Kontaktbögen, immer noch mit 35mm Film, eine Art Kubismus für das fotografische Bild zu entwerfen. Und da sind es Architekturen. Du hast uns ja auch ganz viele tolle Sachen, ihr könnt es leider nicht sehen da draußen, hier ist ein riesen Sammelsurium von Souvenirs, Andenken, Postkarten, Ausweisen, Büchern. Ich greife einfach mal in irgendeins rein. Ich nehme mal das kleine Orangene hier. Und Thomas, du kannst mir bestimmt erzählen, was es damit auf sich hat, oder? Das da ist, da steht drauf, Escort Required, Begleitung erforderlich, vom National Aeronautics and Space Administration in Houston, Texas. Und was hat es damit genau auf sich? Ich bin 2002 das erste Mal in den USA gewesen, habe da bei einem Meeting Place tatsächlich Galerien gefunden, Verlage, auf der Basis ich heute existiere, die mich ganz lange begleitet haben. Und natürlich wollte ich ein Bild machen, nämlich Houston, we have a problem. In der kubistischen Art und Weise, wie ich fotografiere, also ein Bild des alten Mission Control Centers. Das klappte 2002 nicht, das klappte 2004 nicht. 2006 sagte dann eine Freundin von mir in Houston, hör mal, ich habe da einen Fotografenkollegen, der ist befreundet mit einem Astronauten, möchtest du den sehen? So, ja. Auf die Art und Weise lernte ich dann Leland Melvin kennen, der mir seine Mission vorstellte, was er wollte. Und der hat mich dann 2009 auf die VIP-Liste gesetzt, um beim Shuttle-Start, bei seinem zweiten Flug zur Raumstation dabei zu sein. Und im Anschluss durfte ich dann auch im Mission Control fotografieren. Unglaubliches Erlebnis, oder? Oh mein Gott. Wird man von der NASA eskortiert. Schön. Ich habe hier noch mal eins, ich greife noch mal rein. Ich habe einen Geldschein in der Hand. Der sieht fast ein bisschen so aus wie die Bilder, die du machst, aus ganz vielen kleinen einzelnen Würfeln. Genau. 2000, als der Euro kam, habe ich visuell geschreddert alle Banknoten, die es in Europa gab. Hatte also ein Bildmaterial von allen Geldscheinen in Europa, die dann verschwunden sind. Und jetzt, wo Griechenland so in Schwierigkeiten ist, habe ich gesagt, wir brauchen ein anderes Modell als nur Schulden machen. Wir brauchen quasi ein Notgeld für Griechenland. Die Griechen müssen raus aus dem Euro. Sie sind eine Belastung. Aber wir dürfen sie nicht aus der Verantwortung in Europa entlassen. Einfach, sondern die Europäer müssen umgekehrt wie die DDR-Mark denken oder die Einführung der D-Mark für die DDR-Zone
und ein Notgeld für Griechenland drucken, unter europäischer Kontrolle. Und da hast du dich jetzt mal zur Verfügung gestellt und so einen Entwurf gestartet? Ich habe nicht nur einen Entwurf gemacht, sondern mache daraus ein Benefit-Projekt. Diesen Geldschein verkaufe ich gebündelt in 10, in einer Auflage von 4.400 Bündeln, also 44.000 Geldscheine, einen umlaufenden Wert von 44 Millionen, also für jeden Athener Bürger 10. Ich verkaufe das für 10 Euro und davon bekommen 2 Euro das Thessaloniki Museum of Photography, 2 Euro gehen an das Museum für zeitgenössische Kunst nach Zypern, 2 Euro bekommt eine Kollegin, 1 Euro nehme ich für einen Scan, den ich gerne machen möchte von Athen, was ich da fotografiert habe. Und 1 Euro bekommt natürlich Frau Merkel zur Senkung der griechischen Schulden. Das ist eine schöne Idee. Mensch, so kommt man zu tollen Geschichten hinter Kleinigkeiten. Das Letzte, was ich jetzt noch im Blick habe, das fasziniert mich. Wir sind das Volk, das Buch, das vor dir liegt. Was hat es denn damit auf sich? 1996, am Ende meines Studiums, Staatsarbeit, habe ich gemacht eine Reise rund um Deutschland, weil mich die weggefallene Mauer, das Wegfallen der Mauer, der Trennung wirklich nicht interessierte, sondern das Einende. Für mich war die Frage, was eint Ost und West in unseren Köpfen? Und das konnte nur die gemeinsame Grenze sein. Also bin ich einmal rund um ganz Deutschland, 6000 Kilometer gefahren und habe Grenze fotografiert. Damals in erster Linie mit Lochkameras, aber auch mit Polaroids. Was genau ist eine Lochkamera? Lochkamera ist alles, was ein Körper ist, innen dunkel. Ich mache irgendwo ein Loch rein, dann entsteht drin ein Bild. Dafür brauche ich keine Linse. Die Linse verstärkt und bündelt nur und schafft einen Brennpunkt, wo es dann scharf ist. Die Lochkamera mit nur Loch schafft ein endlos scharfes Bild oder unscharfes Bild, wie auch immer. Und vor 3 Jahren, zum 20-Jährigen des Mauerfalls, hatte ich einen Praktikanten, mit dem habe ich dann einen Buchentwurf gemacht, wo wir Polaroids kombiniert haben mit dem tatsächlichen Verlauf der Einigung, mit Zitaten aus den großen Zeitungen, FAZ, Stuttgarter Spiegel und so weiter und auch Zitaten aus meinem Tagebuch, das ich damals geführt habe, im Vergleich mit einem Roman von Bücher Deutschland, eine Reise. Was ist für dich das beeindruckendste Foto, das du bei diesem Trip schießen konntest? Kannst du dich da auf eins festlegen? Ist das überhaupt möglich bei so vielen Bildern, so vielen Eindrücken? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das Beeindruckendste war tatsächlich immer noch über die alte innerdeutsche Grenze, also in den zu fahren und die Grenzmuseen zu besuchen. Und die Situation vor Ort eigentlich, nicht die Grenze wirklich selber, sondern damals war die Grenze zu Polen war EU-Außengrenze. Und das, was sich da abspielte, in kilometerlangen Staus, in Aggression der Menschen, mit 10 Attentaten am Tag auf Leib und Leben an jedem Grenzposten. Das war beeindruckend. Da gibt es aber bestimmt auch Situationen, in denen man dann ein bisschen mulmig wird, oder nicht? Naja, wenn man von Maschinengewehren umgeben versucht, auch ja. die Grenzlinie zu finden, das ist schon komisch, ja. Ja, hast du dich ja richtig ins Zeug gelegt für das Buch. Das finde ich toll. Wir sind jetzt auch fast schon am Ende mit dem Interview. Ich habe natürlich noch eine Frage an dich, die Gretchenfrage, würde ich jetzt mal sagen. Das, was unsere Zuschauer, Zuschauer heute nicht, die Webcam ist außer Betrieb im Moment, Gott sei Dank. Schade eigentlich. Wahrscheinlich, was sie wahrscheinlich am meisten interessiert ist, wie kommt man da dran? Wie hast du das geschafft und was müssen wir tun, um in deinem Beruf Fuß fassen zu können, wenn uns das interessiert, wenn wir das möchten? Erstens muss man gut sein, zweitens eine Vision haben und dann sehr diszipliniert arbeiten. Wer mich treffen will oder das, was ich tue, nächste Woche, Freitag ist Eröffnung, Photographers Network in meinem Atelier in der Friedrichstraße in Siegen. Ja, schön. Und danke für das Interview, Thomas. Wenn ihr sonst noch mehr über unseren Studiogast erfahren wollt, dann geht einfach auf www.tkellner.com und dann könnt ihr alles nochmal nachlesen, euch Projekte angucken, ganz tolle Bilder sind da zu sehen und ja, macht das einfach mal, das ist gut. Danke euch beiden. Dankeschön.